wir schauen uns das mal an. Wir reagieren nicht auf jedes Video. Manchmal sind sie witzig, manchmal sind halt ultra schlechte, gestagte Kack-Gags von TikTok, die nur abfacken drin. Geil, kill mal. Wieso? Warum war das drin? Weil der Papier abbeißt oder was? Das reicht. Das darf man nicht. Das ist das nicht Tierquälerei? Digga, der hat das Krokodil weggeschleudert. Der ist auch noch hingefallen. Stell dir vor, das Krokodil dreht. Also was für eine gefährliche Situation. Guck mal, dies hier. Stell dir vor, der beißt jetzt einfach zu. Der liegt auf dem Boden. Was für eine Kacke. Mein Gehirn ist immer sehr viel am Arbeiten, wenn ich so viel, so schnelle Gags und so Clips und alles. Ich krieg das, ich verstehe oft gar nicht, was passiert. Habe ich auch nicht verstanden. Was war das? Hat der Motoröl in die Klimaanlage gekippt? Und dann hat die Klimaanlage nicht angemacht und das Auto nicht gestartet und nichts. Einfach nur so. Donald Trump is not elected in November. Das ist doppelt scheiße, Mann. Der Hund darf erstens keine Sahne essen, vor allen Dingen nicht in dem Alter. Und warum ist der Hund im Kühlschrank? Das ist ein viel zu kleiner Hund. Das muss ja besoffen gewesen sein, oder? Digga, was ist das denn? I saw it, it's just your legs fell off. On my fork? Yep. Ready? Okay, I didn't get it away. Du bist ja groß geworden, aber. Mach nicht. Was ist das? Ich check die Clips nicht. Den hab ich gar nicht verstanden. Warum guckt sie so komisch? Was macht sie da? Warum fallen die hinten im Hintergrund Flaschen weg? Mach einfach weiter. Ah, ist das so ein Chef Strobel-Humor-Ding? See these fucking chips ahoy? Fuck these fucking chips ahoy. You see this fucking mop bucket? Fuck this fucking mop bucket. Something behind your ear. Whoa! Ugh! What is it? Das war ein toller Clip. Die hat einen Hund als Haustür. Jo, als Haustür auf jeden Fall.
als Haustier und eine, wie heißt die Echse? Oh, ich weiß den Namen. Nee, ist kein Gecko, ist auch kein, ja, das ist der Bartagame. Gut gemacht, Chet. Oh. Wie geil. Steffen, du wohnst irgendwo, wo Kakerlaken sind und du hast so einen scheiß Drachen zu Hause, der den ganzen Tag nur Kakerlaken frisst. Das ist ja super. Hurry up. So ein geiler Clip. So, der ist so geil, den habe ich irgendwo schon vorher gesehen. Der ist so intelligent, der Hund. Da kann man Frame per Frame durchgehen. Der ist so geil. Man sieht genau die Sekunde, wo es abgeht. Der Typ wirft die Flasche und hier realisiert der Hund schon, ich verfolge nicht die Flasche. Was soll ich mit einer scheiß Flasche? Hier fällt gerade jemand hin. Er guckt ihn erst an, sieht, dass er hinfällt. Er ist am Boden, macht ein Auge zu, dodgt die Flasche und weiß jetzt, Herrchen kann nichts machen. Hingefallen. Guck nochmal ganz schnell zu seinem anderen Hund. Der ist safe, verfolgt die Flasche, ist abgelenkt. Er ist gelähmt, kann nichts tun. Er dreht den Kopf rüber, hat das Ziel sofort erfasst. Er hat es die ganze Zeit gewusst. Und dann kommt noch der Fuß. Aber er weiß ganz genau, der Fuß bringt nichts mehr. Er hat ein Ziel. Und zack, die Hand kommt zu spät. Zack, oh guck mal hier. Unglaublich. Unglaublich! Er berührt es nur mit seiner Schnauze und schon ist es eingesaugt. Guck mal, hier ist so, oh, kriegt das nicht, das ist so komisch zwischen seinen Zehen. Er ist mit dem Fuß da, mit der Hand, der Tisch rutscht weg. Wahrscheinlich schafft der Hund es nicht zu essen, aber guckt euch das an. Zack! Weg! Geil, dafür liebe ich Hunde. Guck mal, wie er kämpft hier, guck mal, wie er das Ohr da abreißt und da die Pfötchen tritt und der Tisch wegrutscht und hier. Aber es ist schon weg. Eingeatmet. So geil. Und jetzt legt er, kriegst du nicht mehr raus. Kriegst du nicht mehr raus, dann ist gewonnen. For family. Oh, Sophie, you're 3. Oh my God. My mozza, if only I had a Warum? Was ist das? Oh, sind alle hier. Das war's mit der Folge. War okay. Ey, schreibt mal in die Kommentare, sollen wir nochmal Unusual Memes schauen? Oder ist zu abgefuckt? Lasst mich wissen. Tschüss.